Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr geehrten Damen und Herren, uns liegt ein Antrag vor der Fraktionen CDU, SPD und FDP, also der Koalitionsfraktionen. Und ich sage das noch mal direkt, weil es wichtig ist, dass die Menschen da draußen erfahren, dass die Grünen an diesem Antrag keinen Anteil haben, sondern dass diese grüne Politik hier im Land Sachsen-Anhalt von diesen drei Parteien umgesetzt wird. Die Überschrift dieses Antrags lautet: sichere Mobilität in Sachsen-Anhalt gewährleisten, schwere Unfälle möglichst verhindern. Ich meine, das ist eine Überschrift, die können wir alle mittragen. Wenn wir nicht wüssten, dass vor kurzem hier in diesem Haus ein Antrag unserer Fraktion abgelehnt worden ist, der darauf abgezielt hat, auf der A14 Überholverbot für LKWs einzuführen, und zwar zu den Stoßzeiten, wenn die Pendler unterwegs sind. Und die Begründung für diese Ablehnung war so schlecht, dass ich die Begründung so schon mal vergessen habe, weil das bloß Blabla war. Aber eins ist Fakt. Sie wollen die Menschen in unserem Bundesland nicht davor schützen, Opfer von ausländischen Lkw-Fahrern zu werden, die teilweise schlechte Assistenzsysteme in den Fahrzeugen haben, die teilweise einen schlechteren technischen Zustand haben als die Fahrzeuge der Speditionen der deutschen Lkw-Fahrer. Und das macht deutlich, dass Sie nicht schwere Unfälle verhindern wollen, sondern ganz im Gegenteil nichts dafür tun, dass schwere Unfälle in unserem Land verhindert werden. Und worum es Ihnen wirklich geht, liest man denn schon in der ersten Zeile Ihres Antrages. Da steht, der Landtag bekennt sich zur Vision Zero. Und Sie wollen sich nicht nur zur Vision Zero bekennen, sondern Sie wollen, wie in Punkt 2, sogar die Übernahme in die StVO dieser Vision Zero. Vision Zero bedeutet, für die, die es nicht wissen, null Verkehrstote. Das hört sich super an. Dass das aber utopisch ist, das wissen wir, glaube ich, alle. Denn immer, wenn sich Menschen von A nach B bewegen, motorisiert, wird es Unfälle geben. Mit Todesfolge oder auch mit Schwerverletzten. Das heißt, die Vision Zero ist nichts anderes als Fiktion. Und wenn man die Vision Zero wirklich umsetzen will, dann bedeutet das, dass man auf den Individualverkehr verzichten muss. Und das macht deutlich, was Sie wollen. Sie wollen den Menschen die Autos wegnehmen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und auf dem Weg dahin werden die Menschen mit vielen Sanktionen und Restriktionen überzogen, mit Verboten. Die persönliche Freiheit im Straßenverkehr wird eingeschränkt, wie zum Beispiel durch Geschwindigkeitsbegrenzungen auf den Autobahnen. Das ist das, was Sie wollen. Und das ist links-grüne Fantasie. Die haben solche Vehikel immer genutzt, um gegen die Autofahrer und die Autos zu wettern. Entweder sind es die Klimaziele, deshalb brauchen wir weniger Autos. Und wenn es die nicht sind, sind es jetzt die Verkehrstoten. Und ich möchte mal kurz darauf eingehen, was Herr Dr. Grube hier ausgeführt hat. Sehr interessant. Sie haben angeführt, dass 1970 17 Millionen Fahrzeuge in Deutschland zugelassen waren. Und die Fahrzeuge sind mehr geworden. 2022 48 Millionen, das hatten Sie auch gesagt, das ist dreimal so viel knapp. Aber jetzt kommt mal der große Unterschied. 1970 bei 17 Millionen Fahrzeugen hatten wir 21.000 Unfalltote. Jetzt bei 48 Millionen Fahrzeugen haben wir 2.788 Unfalltote deutschlandweit. Und da kann man doch nur sagen, das ist natürlich nicht das, was die Politik erreicht hat, sondern das ist das, was die Autoindustrie erreicht hat. Durch Assistenzsysteme, Airbag, ABS, durch Servolenkung, Bremsassistenten, Verkehrszeichenerkennung. Da haben Sie und Ihre Partei gar keinen Anteil dran. Und Sie werden auch in Zukunft mit solchen Anträgen keinen Anteil daran haben. Ganz im Gegenteil, Sie wollen die Leute mit Verboten überziehen, die wir nicht mittragen werden. Wir halten besonders im Flächenland Sachsen-Anhalt weiter an das Automobil fest. Und daran wird sich auch nichts ändern, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und jetzt komme ich noch mal kurz auf den zweiten Satz zu sprechen. Grundlage der Verkehrspolitik in unserem Land ist die Schaffung einer sicheren, attraktiven und bezahlbaren Mobilität. Da gehen wir ja auch alle mit. Aber wenn man sich das mal genau anschaut, sicheren, attraktiven, bezahlbaren Mobilität. Kommen wir mal mit sicher. Sicher wäre es, wenn das Land endlich mal die Straßen, die in einem katastrophalen Zustand sind, saniert. Allein in meiner Stadt kann ich in Dutzende Straßen nennen, die eine Katastrophe sind, wo man Angst hat, dass einem die Räder abfallen.
attraktiv und bezahlbar. Wenn Sie das wirklich wollen würden, dann müssten Sie jede Sitzung einen Antrag stellen, der darauf abzielt, dass endlich mal die unsäglichen Steuern von den Spritpreisen runtergenommen werden, damit die Menschen anständig von A nach B und zur Arbeit fahren können und am Monatsende noch was überbehalten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Aber das tun Sie nicht, und daran wird deutlich, Sie machen nichts anderes als grüne Politik umsetzen, und das im Deckmantel mit dem schwarzen Wolfspelz. Aber wir werden das den Menschen immer und immer wieder sagen und werden dafür Sorge tragen, dass die Menschen bei der nächsten Wahl ihr Kreuz an der richtigen Stelle machen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.